Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Das gehört dazu. Herzlich willkommen zurück zu. Ja, genau. Zu Let's Rock Minecraft mit dem Niklas Blocko. Und mit Halfgamer EP mit mir. Also, ich bin stellvertretend für Halfgamer EP, nicht? Ich bin Halfgamer EP. Und ja. Was machen wir jetzt? Ich denke mal Minecraft spielen. Vielleicht das hoffe ich mal doch. Vielleicht sollten wir uns mal eine Tür zimmern. Ja, ich habe schon 5 Holz. Vielleicht geht das ja. Kommt diese so eine verdammte Kuh da oben hoch. Die ist schlauer als du. Du kommst nicht da hoch. Die will da gar nicht hoch. Jetzt ist sie nicht mehr schlauer. Jetzt ist sie toter. Toter. So, sprich mal irgendein Thema an. Sprich du doch mal an. Ich habe gehört, sie haben eine EA-Lizenz bekommen. Naja, also das ist nicht wirklich eine Lizenz. Das ist einfach nur... Eine Blanko. Eine Bestätigung dafür von EA, dass wir Content von Spielen hochladen dürfen und monetarisieren dürfen. Das heißt, dass wir damit... Kohle machen können. Ja, richtig. Wir schalten also Werbung vor den Videos und dadurch werden wir von Google entschädigt sozusagen und bekommen Geld. Wie viel darf man leider nicht sagen? Geldgeile Schwein. Aber du, ne? Wieso? Ich doch nicht. Oh! Nee. I found a hole. Ich dachte schon, du hättest ein Hole gemacht. Ein Creeper. Nee, dann steht da unten schon Justin Blue ab. Ja. Wie ein Terrorist. Ja, wie die Lerch. Was haben wir eigentlich mit der alten Kuh? Ich weiß es nicht. Alter, guck mir nicht zu. Oh oh. Oh oh. Die ist unser größter Fan. Da wollen wir doch mal wohl schwer hoffen. Unter dem Namen The Half Gamer LP oder so? Nee, mit dem zocken wir ja teilweise auch. Ja, das ist die Frau Lerch. Hat die aber eine ziemlich maskuline Stimme. Du kennst sie doch. Stimmt, ja. So. Oh, nee, da ist ein Creeper, das heißt, da kann ich keine Kohle farmen. Ich muss mal... Boah, ist das hier... Ich habe eine Schlucht gefunden. Und eine Spinne. Toll. Verfickte Fotzenspinne. Ey, hör mal. Ich glaube, ich verpiff mich mal. Glaube ich auch. Oh, oh. Hast du fressen? Nö. Nur 3 Steaks und 6 Porkchop. Okay. I think we should go to sleep. Go to sleep, okay. I can even go to sleep through the window. Wir haben wie immer FaceTime am Start, so können wir nämlich die Emotionen verfolgen. Oder auch nicht. Emotion. Guck mir nicht so doof an, ey. Don't look at me. I don't look at you. You fucking bastard. Bastardo. Bastardo, doch, das war fadababababa. Nein, 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 nein. Oh, wir verfolgen. Ich glaube, ich lasse den jetzt systematisch explodieren. Denk. Das hörte sich nicht gut an. War aber gut. Systematisch kann bei dir ja nichts Gutes bedeuten. Alright, guys. Lass das, wir sind hier ein deutschsprachiger Kanal. Ein was? Ein deutschsprachiger Serie. Okay, du deutschsprachiger Serie. Ja, zwar nicht gut, aber wir versuchen's. Mein so Gott, meine andere. Vögel reißen da schon wieder alles ab. So, jetzt sag doch mal was, die wollen doch auch was hören. Und wieso läuft die Musik nicht mehr? Weil du ein Spacko bist. Nee, da will ich gar nicht. Ein Moment, Technical Difficulties. Difficulties. Passport. Passport, please. Passport.
Ja, sag doch mal ein Thema, worüber wir diskutieren können. I don't know. Boah, jetzt höre ich hier so eine Kirchenmucke. Kirchenmucke. Ist auch geil. Und die geht... Ach, weißt du was? Jetzt machen wir das mal und gut ist. Boah, ist das alle ein Grot. So. Alright, guys. Ja, genau, bezüglich zur Verlosung nochmal. Also, so wie es rüberkommt, wollt ihr ja keine Spieler haben. Ja. Also, wie gesagt, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich nicht weiß, was ihr für Spiele haben wollt, kann ich leider keine Spiele verlosen und das... wäre sehr schade. Ja. Aber gut für die Geldbörse. Das sowieso. Aber ich glaube, die gucken gar nicht bis hierhin. Wenn ihr bis hierhin guckt, dann schreibt mal... Oh, ich habe schon wieder vergessen, den Timer anzumachen. Ich auch. Wie lange nehmen wir ungefähr auf? Sagen wir 7 Minuten. Dann sitze ich... Also noch 7 Minuten. Das waren noch keine 7 Minuten. Doch. Nee, mach einfach 8 Minuten. Okay. 8 Minuten noch. Ja. Auch wenn das eine ziemlich kurze Folge dann wird, aber egal. Das kommt uns nur so kurz vor. Alright, guys. Justin. Ja. Okay. So. Stoppuhr ist. Alright, guys. It's okay. Nein, no, die sind okay. It's funny. I merk schon. Sure. Also, Ach so, I need ja die Kacke. Welche Kacke? Ich hab grad Eisen hochgeholt. Nicht runter. Ja, du bist fast so gut wie Sarazza. Mhm. Los, Angelus. Los, Angelus, der ist aber noch gut. Im Vergleich zu den anderen Dreck. Haben wir überhaupt schon eine Chester Bennington? Nee. Alright, guys. Das es ist gut. Ja. Nein. Die wissen bestimmt gar nicht, woher das kommt. So, ihr scheiß Viecher. Wer will eine Spitzhacke im Kopf? Ich denke mal, das ist nicht mal ein Schwert. Nee. Das erschien mir zu. Zu nützlich. Ja. Boah, ist der Zombie behindert. Oh nee. Das ist ein schwules Skelett. Ey, hör mal. Du benutzt meinen Ofen. Es ist unser Ofen. Es ist mein Ofen. Unser Haushalt. In meinem Haushalt. Oh, ich habe schon die erste Lavastätte gefunden. Shoot up. Shoot up. And let me go. Hey. So, ich nehme mal dein Eisen und die Experienz. Ich gebe dir gleich Experienz, einen auf den Kopf. Einen auf den Birnkopf, wie du in letzter Episode erwähntest. Auf den Birnkopf? Ich habe mir die letzte Folge gar nicht angeguckt. Ich auch nicht, aber daran kann ich mich erinnern. Ich folge dir mal auf deinem... Ich kann mir nur erinnern... Ich kann mich nur noch dran erinnern, kommen Sie. Oh! Boah. Erschreckomio, fuck doch nicht fucking so. Zombie. Und wieso nimmst du kein Eisen mit? Ey, du hast da Eisen übersehen. Ja, wo bist du denn, du Kerl? Ja, kehr in die Kiste, nee, in dieser komischen Höhle, die du hier angelegt hast. Ach, sehr. Oh Gott, nein. Oh oh. Oh oh. Ich hab's gehört. Die Spinne massakriert mich gerade. Ich merk das schon. Geh weg. Ich hab Leine. Ich hab eine Leine gekriegt. Wie, du hast eine Leine gekriegt? Oh.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Dreckslache. Boshafte Lache. Boshaft, das ist ekelhaft. Ja, lerne ich du auch. Könntest bei Frauentausch arbeiten. Ja, hast du nicht gesehen, ich kann irgendwie nicht kochen, sagt sie, deshalb kocht mein Mann immer. Und dann schwenken die so in die Küche rüber und der macht eine Dose Ravioli auf und stellt die in eine Mikrowelle. Ich kann aber kochen. Ja. Aber du bist also die... Als Kocharbeiten, als Catering oder was? Mhm. Ich mache mal hier so eine Schutzwall, damit man hier nicht runterfliegt. Ja. Und bloß nicht mehr raufkommt. Das sowieso. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe Diamanten gefunden. Ach du Wichser. Nein, habe ich nicht. Wo denn? Du hast einen Pfeil in deinem Kopf stecken. Du hast einen Pfeil im Arsch stecken. Dankeschön, vielen Dank. Aber in real life. Hör mal, ist das Wuhr. Oh. Guck mal, da steht ein grüner Freund von dir. Das ist der Jan. Oh, hör auf, diesen ekelhaften Namen zu erwähnen. Jan. Ich war übrigens im Horrorball, falls du... Oh Gott, hier sind drei Jans. Dankeschön. Oh oh. Vielen bitte. Oh oh. Bitte stirb. Bitte stirb. Ich will jetzt mir nicht deine ganze sterben. Da ist noch in die Hand. Mein Gott. Da ist noch ein... Einige nennen sie Creeper, andere nennen sie Penis und wir nennen sie Jan. Boah, Niklas, was hast du denn hier angerichtet? Boah, da hinten ist noch ein Jan. Niklas, hör auf! Jetzt bin ich out of Cobblestone. Aber ich kann ja 9 hier schnell abfarmen. Mach das lieber nicht, ich habe hier 700.000 Eisen gefunden. Ich habe auch 2. Echt gut gebrauchen. Nein, ich habe noch nicht mal eine Stone-Pickaxe. Das ist natürlich Vorteil. Ja, sicher. Ich gehe da mal wieder hoch ins Häuschen dekorieren. Und hier ist noch ein Jan. Oh nee. Ist schon wieder so ein Ekelviech. Ekelviech. Ja, wie gesagt, Jan. Ja, wer ist denn Jan? Fragen sich vielleicht die Viewer. Die meisten. Jan ist ein ekelhaftes Individuum. Aber natürlich nicht der Jan aus unserer Klasse. Ach, der nicht. Braucht sich nicht angesprochen fühlen. Der ist schon viel zu ekelhaft. Stell dir mal vor, der guckt das jetzt. Soll er doch. Ach nee, ich glaube, der hat eh Internetverbot. Wegen seinem Schlüssel, Warum? Der hat den doch irgendwo liegen gelassen. Ach ja, geschieht ihm recht. Ja. Dummheit muss bestraft werden. Und sowas sowieso. Jan halt. Dafür gibt's keinen richtigen Ausdruck. Einfach nur Jan halt. Doch. Ja, wollte ich gerade sagen, Jan halt. Oh! Noch ein Jan? Wer bombardiert mich denn hier mit seinen schönen Pfeilchen? Vielleicht der Herr Lerch. Fritzl. Ach so, ja, der Fritzl. Darüber könnten wir sprechen. Willst du nur darüber sprechen? Ja, im Skiurlaub. Da hatten wir in Österreich. Jetzt mal für einige, kann ja sein, dass manche das nicht wissen. Skifahren, da hat man so 2 Bretter unterm Fuß. Und muss sich mit Hilfe von 2 Stäbchen fortbewegen. Und die Stäbchen werden sich abends in den Arsch eingeführt. Wie es unser Zimmernachbar, in Klammern Ömer, mit dem Anus des Treuers. Nee, Anal des Treuers. Mit dem Anus des Betreuers. Okay, 8 Minuten sind jetzt um. Wenn ihr die Geschichte weiterhören wollt, dann müsstet ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein.
Und wenn ihr nicht dabei seid, dann leckt mich dann doch am kommt der Arsch. Wichsel. Und vergewaltigt euch. Okay. Das ist meins. Okay, dann bis... Okay, Leute, das war's dann auch für diese Folge. Bis nächstes Mal. Bis nächstes, Fritzel. See ya! Ja. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.